Bevor der Verkäufer die heiligen Trödelhallen des ZDF-Studios im Pulheimer Walzwerk bei Köln betritt, stellt er im Beisein seiner Freundin Sarah Singer seine mitgebrachten Objekte vor. Im Gepäck hat das Paar nicht nur einen alten Feuerwehrhelm, sondern auch noch eine historische Spritze, einen antiken Löscheimer aus Leder sowie eine Axt und einen Blasebalg, welcher einst als Beatmungsgerät fungierte. Anschließend ist es an Sven Deutschmanek, 47, den ungefähren Wert der nicht alltäglichen Sammlung herauszufinden. Eine Sache fällt dem Experten dabei aber sofort auf: Die Gegenstände stammen nicht alle aus derselben Epoche. Sascha erklärt, dass er auf einem Flohmarkt zunächst den Helm erstanden habe. Die restlichen Ausrüstungsgegenstände kaufte er sich erst nach und nach dazu, um ein schönes Gesamtbild zu schaffen. Ein sehr schönes Konvolut, findet auch Deutschmanek. Beim Preis werden sich der 47-Jährige und sein Gegenüber aber nicht einig. Während der Verkäufer mit Nachdruck 1500 Euro fordert, taxiert der Experte den Wert auf 700 bis maximal 1000 Euro. Diese Information gefällt Sascha überhaupt nicht. Auf Nachfrage von Horst Lichter, 62, ob er bereit wäre, seine Preisvorstellung anzupassen, stellt er mit zunehmender Penetranz klar: Nein, da bleibe ich eisern. Eigentlich bedeutet diese Verweigerungshaltung den sofortigen Abbruch. Doch der ZDF-Moderator lässt sich zu einem Regelbruch hinreißen und überreicht dem Paar trotzdem die Händlerkarte. Seine Begründung: Weil ihr so herrlich wortgewandt seid. Von Erfolg gekrönt ist dieses besondere Entgegenkommen aber nicht, denn auch im Händlerraum beharrt Sascha weiter vehement auf seiner Forderung von 1500 Euro für sein Sammelsurium an Feuerwehr-Equipment. Diesen Preis will aber keiner der potenziellen Käufer auf den Tisch legen. Das höchste Gebot kommt mit 700 Euro von Walter Waldi Lehnertz, 57. Doch der Studiogast lehnt mit aller Entschiedenheit ab. Damit bleibt Wolfgang Pauritsch, 51, nichts anderes übrig, als Sascha und Sarah den Weg zum Ausgang zu weisen. Im Falle eines erfolgreichen Verkaufs für 1500 Euro hätte Lichter sogar noch eine Flasche Shampoos spendiert. So hatte es der Schnauzbartträger zumindest im Vorfeld angekündigt. Pustekuchen.